Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Type Zero. Letzte Folge haben wir mal ein paar stärkere Gegner aufs Korn genommen, darunter ein Behemoth, ein Insmar Pudding oder wie der hieß und einen konkordischen Soldaten. Der Behemoth und der konkordische Soldat waren ja Inhalte eines Auftrages, den wir dann auch noch abgeschlossen haben. Mit dem Tode des Gegners. Ich stehe jetzt hier vor Akvi, nicht vor Togur, wie in der letzten Folge gesagt. Denn hier in Akvi gibt es noch einen Auftrag, den wollte ich auch noch gleich nochmal mitnehmen, bevor es zurück zur Akademie geht. Wir waren nämlich an einem Ort noch nicht. Den wollte ich nochmal herzeigen. Hätte man vielleicht auch schon zu Anfang tun können. Aber egal. Ja, mein Typen, der hat einen Auftrag für uns. Diese Uniform. Du kommst von der Akademie, oder? Ich habe eine Bitte. Ich komme ursprünglich aus Maktai, aber unser Dorf wurde von der militischen Armee angegriffen. Bestürzt floh ich in die Korsi-Grotte. Dort rannte ich in ein Rudel Monster, wahrscheinlich vom Regen in die Traufe. Bei meiner Flucht aus der Grotte verlor ich meine Feuerscherbe. Für meine Forschung brauche ich die aber unbedingt. Ich will doch so gerne Wissenschaftler werden. Könntest du sie nicht für mich suchen, Gehirn? Finde die Feuerscherbe für Koki in Akvi. Ich habe meine Feuerscherbe irgendwo in der Korsi-Grotte verloren. Bitte finde sie für mich. Ohne die Feuerscherbe kann ich nicht weiterforschen. Machen wir das. Vielen Dank. Sobald du sie gefunden hast, kann ich meine Forschung auch wieder fortsetzen. Kann ich meine? Ja. Gut, okay. Klang gerade ein bisschen komisch. Habe ich das richtig vorgelesen? Ist egal. Passt schon. So, dann gehen wir hier raus. Jetzt mal warm Kaffee. Schon viel besser. Gut, wir nehmen nochmal einen Chocobo. Ich habe auf dem Weg hierher so 1, 2, 3, 4, 5 Chocobos gefangen. Bisschen wieder aufgestockt im einen Vorrat. Die Korsi-Grotte. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Das hätten wir wahrscheinlich schon zu Anfang tun können. Aber besser spät als nie. Hier ist die Korsi-Grotte. Wir betreten sie auch direkt. Eingang der Korsi-Grotte und ist hier schon wieder eine mit einem Frosch. Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt. Der Zustand, der über meinen Freund gebracht wurde, ist als Unkel bekannt. Ja. Und man kann ihn wohl nur mit einem Jungfernkuss heilen. Das hatten wir schon in der anderen. Sag mal, bist du hier in jeder Höhle oder was? Na gut. Sollen uns jetzt erstmal dich kümmern. Südpassage. Was haben wir hier? Quals. Ah, 22. Ist ja lächerlich, ist ja das. Wir uns hier eine Runde durchkämpfen. Beziehungsweise uns durch Anime aufsaugen. Die sterben ja schon nach einem Schlag. Ich wollte gerade sagen, ist Nils schon wieder tot? Das kann doch gar nicht sein. Okay. Weiter geht's. Südtunnel. Samtgruppe. Brauche ja eigentlich gerade nicht viel machen. Das Auto ausweichen klappt ganz gut. Und die Viecher sind auch, ja, Opfer, wenn man das nur sagen kann. Hier liegt auch nichts. War es das schon? Können wir weitergehen? Kommt hier nichts mehr? Okay, gehen wir weiter. Gabelung. Hallo? Triffst du auch mal? Da liegt was. Da liegt was. Möge es das sein? Da sammeln wir mal gleich auf. Erstmal hier uns die Quals vom Hals halten. Da war es dann auch. So, da liegt's. Ist das die Feuerscherbe? Nee, eine Kennungsmarke. Sammlerherz, eine Trophäe. Okay. Aber das war leider nicht die Feuerscherbe, die wir vorhatten zu finden. Liegt nichts weiter? Nein, 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 nein. Gehe ich jetzt wieder zurück? Nee, gebundener Pfad, Nord.
mir das gerade? Sie haben falschen Ton gespielt. Moin Bomber, lass dich treffen. So, haben wir das auch? Gibt's hier was? Hallo, hallo, hallo. Hier gibt's auch nichts. Beziehungsweise, ich sehe nichts blinken. Das ist eine merkwürdige Farbe hier. Okay, weiter geht's. Wasserfall Nord. Ach, gucke mal an, ein Königsqual. Das war's schon. Jetzt stirbt er. Hab ich gerade schon gewundert. Da ist doch wahrscheinlich. Ist sie da drin? Stirnreif. Aber keine Feuerscherbe. Keine Feuerscherbe. Komisch. Ist sie vielleicht doch schon? Gucken wir gerade Auftrag. Ja, habe ich schon. Jäger des verschollenen Schatzes. 1 von 1. Habe ich nicht aufgepasst? Na egal. Dann wieder raus. Wenn er meint, das habe ich schon. Habe ich wohl wieder nicht gesehen? Das ist ja auch, man ist ja auch manchmal so ein bisschen überfordert von dem, was da auf dem Bildschirm alles steht. Man hat ja dann auch nicht 7 Augen, dass man auf alles gucken kann. Vielleicht geht das mit der Zeit, dass man da alles sieht, aber bei mir ist Hopfen und Malz verloren, was das angeht. Ich kann hier nicht mit 8 Augen gleichzeitig auf dem Bildschirm sein. Ich bin froh, dass ich meinen Charakter unter Kontrolle habe und die einen oder anderen Gegner ja noch auf dem Schirm habe, was sie denn so ungefähr tun, damit ich darauf reagieren kann. Ich nehme mir immer gerne einen Chocobo, weil ich diese Zwischenkämpfe nicht andauernd rausschneiden muss, damit ich mir ein bisschen mehr Arbeit erspare beim Schneiden. So viel dazu, falls jemand fragt. Warum kämpfst du denn nicht mal unterwegs? Ich mache das immer gerne zwischen den Folgen. So. Wollen wir mal gucken. Dadurch ist vielleicht meine Chocobo-Verbrauchsrate etwas hoch, aber was soll's. Haben die Chocobos bei uns an der Akademie auch einen Grund, Spaß zu haben und ein paar neue zu produzieren? Auftrag abgeschlossen. Du hast sie gefunden. Nimm das als Zeichen meines Danks. Eisenring. Der so toll ist. Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein bisschen spät diesen Auftrag mache, dass das nicht mehr so toll ist. Eisenringe, wir hatten sogar schon einen. MP plus 20 geht. Wir haben auch hier noch so einen Talisman gekriegt. Was kann der denn? Den Stirnreif war es. MP plus 40, alle Magie plus 15. Na, das ist doch mal gut. Der gefällt mir. Okay. So, gehen wir raus. Und ich schaue noch mal ganz kurz in... Ich weiß gar nicht mehr, wie das Dorf davor vor Rubrum hieß. Da gucken wir eben nochmal rein. Aber dann geht's zurück zur Akademie. Und dann schauen wir uns da nochmal um, was da so geht. Nein. Da waren wir nämlich auch schon länger nicht mehr zugebe. Ich glaube, wir hatten hier... Da könnten wir auch nochmal reingucken. So ein bisschen auf Auftragssuche hier außerhalb. Wenn man schon mal draußen ist, kann man ja mal ein paar Aufträge erledigen. Orsi. Ja komm, stellen wir einfach nochmal rein. Gucken wir, ob es da noch was Interessantes gibt. Ja, hier ist ein Auftrag. Was hat er denn für uns? Psst, hey, du da! Du bist von der Akademie, richtig? Willst du einem armen Mann helfen? Derzeit treiben Aquapuddinge ihr Unwesen in Rubrum. Ich dachte, du hättest vielleicht nichts Besseres zu tun, als uns von ihnen zu befreien. Und nun ja, könntest du denn behaupten, dass ich die Monster besiegt hätte? Es ist ja wohl nicht zu viel verlangt, oder? Ihr Kadetten werdet mit Ruhm und Ehre überhäuft für eure Kämpfe gegen Bilitis. Zumindest den Ruhm für ein paar herumstreuende Monster kannst du ja wohl einem einfachen Bürger wie mir überlassen. Besiege 10 Aquapuddinge für... Takano in Korsi. Besiege 10 in der Ebene Rubrum-Region. Was ist das? Ist das dein Ernst? Hey. Ich überlege gerade, ob ich das einfach mal... Nee, komm. Nee. Das ist mir jetzt zu billig.
Oder mache ich es offscreen? Wisst ihr was? Ich nehme den mal eben an und mache es mal offscreen. Ja, komm, bla bla bla, bla bla, bla bla. Das ist ja jetzt, glaube ich, nicht so interessant für euch. Ich mach das mal eben und wir sehen uns dann hier in dem Dorfeingang Corsi gleich wieder zum Einlösen. Bis gleich. So, das ging mal fix. Keine 3 Minuten hat es gedauert. Das war gleich der erste Kampf. Und ich konnte in diesem Kämpfen immer weiter kämpfen, weil da noch mehr Monster gelauert haben. Haben wir den Auftrag abgeschlossen. Danke hier, deine Belohnung inklusive Schweigegeld. Ein TP-Toni kommen. Na super, Ingo. Ja, okay. Haben wir hier noch was? Nope. Mal wieder raus. Und dann schauen wir uns nochmal in dem anderen Dörfle um. Wenn wir schon mal hier sind, nicht? Und dann gehen mir auch die Schokobus aus. Hallo Heimat. Winke, winke. So. Magtai hieß es. Naja. Aber ich glaube... Ach doch, guck mal, da gibt es noch einen Auftrag. Na, sieh mal einer an. Der Stolzrubrums. Das kommt mir gelegen. Ich möchte euch um etwas bitten. Soldaten des Imperiums haben mein Haus zerstört. Alles, was ich besaß, fiel den Flammen zum Opfer. Mein geliebter Kleiderschrank mit all meinen teuren Kleidern, meine Schmuckstücke voll mit Erinnerungen. Ihr habt Mitleid mit mir, oder? Nun, es gibt da ein Monster namens Samtpfotenqual. Sie sollen wunderbares, weiches Fell haben. Würdet ihr wohl für mich einige Samtpfotenquale häuten? Ich könnte mir daraus einen kuscheligen Mantel anfertigen. Hehehe. Besiege 3 Samtpfotenquale für Amane in Magtai. Damit ihr einen kuscheligen Mantel anfertigen kann. Ja, ich habe ich ja schon gemacht. Vielleicht zählt es ja vorwirkend, wenn man es so sagen kann. Als Kadetten ist es auch deine Aufgabe, armen Bürger zu helfen. Nein. Ich muss da echt nochmal in die Korsegrotte. Verdammt. Naja. Machen wir das. Werde ich wieder rausschneiden. Haben wir ja eben schon gesehen. Also falls ihr nochmal sehen wollt, wie ich in der Korsegrotte rumlaufe, dann spult nochmal eben zurück. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. So, und auch schon wieder zurück. Auch wieder keine 2 Minuten später. Wir haben ein paar Quale gehäutet. Ich danke vielmals auf Kadetten ist verlasst. Jetzt kann ich mir einen schönen Mantel anfertigen lassen. Ach ja, das hier ist für dich. Silberarmreifen. Den haben wir da auch schon. Na ja, gut. Links haben wir den Auftrag hier auch erfüllt. So, jetzt aber ab nach Hause. Gehen wir mal zu Fuß zurück. Hallo Heimat. Was ist da hinten eigentlich gewesen? Die kleine Insel, war das die Chocobo-Stallung? Hallo! Übertrefft alle unsere Erwartungen, Kubo. Noch 1 Tag und 8 Stunden bis zur nächsten Mission, Kubo. Das ist doch schön. Die nächste Mission wird ein Klacks für euch. Kubo empfohlen Stufe 29. Na, da bin ich ja dann mal gespannt. Wir könnten hier sogar noch einen Feldeinsatz starten. Ich guck gerade mal. Was gibt's denn hier noch? Guck mal, wir haben sogar noch einen dazubekommen. Stufe 40. Operation Taifun. Aufstand unter Oberst Feldmann. Könnten wir aber noch einen machen. Jetzt bin ich am Überlegen. Ob ich jetzt noch einen Feldeinsatz mache und dann die Mission? Wir machen erstmal gucken wir uns hier nochmal am Campus wieder um, ob hier irgendjemand was Neues zu sagen hat. Ich glaube, das hier ist immer noch der Auftrag mit... What is it? Ich kann schließlich jeden Tag sterben. Ich möchte nicht schwer verwundet auf dem Schlachtfeld liegen und mich bereuen, in dem meine Liebe gestanden zu haben. Aber ich könnte ein wenig Hilfe dabei gebrauchen. Ich wollte ihr einen Ring anfertigen, doch ich kann einfach keinen Stein finden, der es wert wäre, Fräulein Eminas zarte Hand zu zieren. Ist mir peinlich, dich um so etwas zu bitten zu müssen, aber kannst du nicht irgendwo einen Diamanten für mich auftreiben? Haben wir den nicht schon? Rohdiamanten gibt es in der Tropfsteinhöhle von Betnell. Bring mir einen, der es wert ist, Fräulein in Minas Hand, zarte Hand zu zieren. Diesen Aufwand solltest du uns schon 55 erreicht haben. Ich mach erstmal nö. Oh, ich verstehe. Mal gucken, ob ich vielleicht sogar schon einen Harpfeier drin. Liebe. Vor ein paar Folgen gesehen. Nee. Aber ich habe eine Kennungsmarke. Guck mal, die können wir abgeben. Ist gut. Kristallsplitter haben wir auch.
könnten wir noch was ein bisschen aufwerten. Das werde ich sowieso nochmal tun, bevor es in die Mission geht, nochmal die Charaktere ein bisschen aufrappen. Hier haben wir noch eine Info. Hallo, komm mal. Du hast schon 30 Stunden mit uns verbracht, Kupo. Dafür hast du eine Belohnung verdient. Eine Schleife? Ja, Guile. Gleich mal angucken. Einsehen. Schleifchen, Schleifchen, Schleifchen. Ach, komm mal. Schleife. Brandfrost, Schock, Stumpfgift und Stoppschutz. Perfektomat. Das ist doch schick. Ja, den Auftrag, verdammt. Naja, es wäre auf jeden Fall interessant. Ich weiß aber nicht, wie weit ich da komme. Weil die Behemoth... Ja, ich will mal Behemösen sagen. Die Behemöthe, die da rumrennen, sind doch eigentlich recht stark. Und ich glaube, mehr als zwei schaffe ich nicht. Beziehungsweise gehen mir dann langsam dann die Charaktere aus, weil die noch nicht allzu stark sind. Wir können hier noch eine Dings abgeben. Bis hier im Kennersmark abzugeben. Kupo, ja! Selber Kennersmark für mich, Kupo. Wie viel denn? Oh, eine. Vielen Dank, Kupo. Hier ist ein Zeichen meines Danks. Alter, danke. Hier gerade nochmal in die Kommandozentrale ein paar VP eintauschen. Müssten wir ja eigentlich auch mal wieder genug gesammelt haben. Ja, 3000 Supertrank. Davon brauche ich auf jeden Fall noch ein paar. Aber neue Waffen gibt es hier auch nicht, ne? Trihelm, ja. Training plus 10. Ne, ich brauche, glaube ich, kaufe mir erstmal nur ein paar Tränke. Die sind ja immer ganz gut, die Supertränke. Nehmen wir denn? 12, kommen 13, haben wir 25, das ist okay. Mega-Ei-Heilmittel. Ausrüsten, nee, brauchen wir nicht. Okay. Haben wir noch unser interessantes Size-Shit hier. Dieses Mal stehen wir echt mit dem Rücken zur Wand, aber in solchen Zeiten mühe ich erst richtig auf. Fein, fein. Da könnten wir überspringen. Okay, hier ist nichts weiter. Hier könnten wir, ich glaube, das war mit wieder Gegnern irgendwo besiegen. Machen wir das erstmal nicht. Ja, wir wollen uns noch weiter umgucken. Machen wir mal ins Kristarium. Vielleicht ist der Doc auch wieder da. Hier sind der Doc. Da gibt es auch einen Auftrag. Das war dieser eine Auftrag, den wir nicht mehr machen können, weil wir schon einen Feldeinsatz erledigt haben. Und das da leider nicht mehr machen können. Hallo? Da ging es zum Doc. Ist er wieder da? Nee, sind wir noch weg. Hallo? Jetzt. Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht doch nochmal mich an einem Feldeinsatz versuche. Stufe 38 ist ja eigentlich mega machbar. Na, schauen wir uns hier nochmal um, bevor wir da hingehen. Auf jeden Fall müssen wir in die Chocobo-Stallung. Sollen wir ein paar Chocobos looten? Nix. Kommen wir hier rein? Auch nicht. Rüstungslabor. Vielleicht haben wir da noch was. Ansonsten sehe ich hier, glaube ich, nicht viel, was wir machen könnten. Da haben wir noch einen Auftrag. What do you want? Ach, du bist aus der Klasse? Ja, ich habe so viel über euch gehört. Kann ich dich vielleicht um etwas bitten? Was haben wir denn? Besorge zwei Stück Monsterfleisch für den Meister Rüstungsgilde. Ich glaube, habe ich das vielleicht sogar schon? Ich gucke mal eben. Nee, leider noch nicht. Ja, egal. Hätte ja sein können. Gemeinschaftsraum. Ist hier jemand? Nein. Ja, die Akademie scheint leer gegrast zu sein, was Aufträge und Story-Verläufe angeht. Da steht noch diese blöde Tuse, die will wieder 10.000 Gil haben, ne? Hallo? Ja, nochmal Gil-Line. Wie viel war das nochmal? 10.000? Habe ich so viel? Na komm. Ich wusste, dass ob ich zählen kann, du wirst es nicht bereuen. Und wehe doch!
Dann gibt's mit der Faust. Dann gibt's mit der groben Kelle. Okay. Er macht sich wahrscheinlich irgendwo ein Lenz auf irgendeiner einsamen Insel. Meinem Geld. Guck mal, ist hier nicht. Ist sie das nicht? I missed you. Hey, Mina. Ja, die Antwort ist und bleibt. Nein! Das ist auch nix. Dann nochmal die Stallungen. Die Zeit ist auch schon wieder so weit fortgeschritten. Unfassbar. Ich glaube, ich mache das noch. Ich glaube, ich werde nochmal, bevor es hier in die Mission geht, nochmal einen Feldeinsatz wagen. Ich möchte ja hier die Zeit auch nicht irgendwie überspringen, sonst verpasse ich vielleicht noch irgendwas. Von daher, glaube ich, möchte ich das tun. Deine Küken sind nun ausgewachsen und können eingesetzt werden. Küken sind züchten, musst du erst hier entgegennehmen. Her mit dem Viech! Aggressor, 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 Aggressor. Oh, mein Gott. Oh, eine Menge. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal, ich habe sogar einen Sprint-Chocobo. Und viel mehr aber dann auch nicht. Das war's dann schon fast. Was nehmen wir denn hier? Machen wir einmal mit dem Sprint-Chocobo, ja. Und Aggressor. Und mehr Aggressoren dabei raus, aber ist doch, glaube ich, okay. Nehmen wir dies. Und nach dem Feldeinsatz werden wir uns noch ein paar Chocobos löten hier. So. Dann, ja. Was soll ich sagen? Wir gucken nochmal in den Klassenraum, ob sich da was getan hat. Wenn nicht, nochmal zum Luftschiff-Dock. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Da hätte ich ja eben auch nochmal hingehen können. Ich Bratwurst. Bevor ich hier die ganzen Räume betreten habe. Whatever. Hinterhof. Nö, es ist einfach nichts mehr zu tun. Hier, auf diesem Campuschen. Dann würde ich sagen, bereite ich mich gleich nochmal an dem Relikt-Terminal auf den nächsten Feldeinsatz vor. Den sollte ich sogar auch noch schaffen hier in dieser Aufnahmesession. Das wäre ja super. Nämlich in letzter Zeit viel zu wenig Zeit, hier was aufzunehmen. Weil ja Final 4 noch parallel läuft, muss ich mir mal an den seltenen Tagen, die ich mal ein paar Stunden frei habe, entscheiden, ob ich nun Type-Zero aufnehme oder Final 4. Heute ist ein Tag, wo ich Type-Zero aufnehme. Ja, gut, hier gibt's auch nichts. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder in den Endscreen. So, wieder eine Folge vorbei. Wir waren diesmal in der Rubrum-Region unterwegs und haben die Städte Aqui, Corsi und Maktai nochmal einen Besuch erstattet und dort einige Aufträge erledigt. Einmal eine Feuerscherbe sammeln für einen Forscher, dann noch ein paar Aquapuddinge besiegen und noch ein paar Quale besiegen, damit die Dame auch mal wieder Kleidung im Schrank hat. Und hier am Campus haben wir, ja, soweit eigentlich nichts erledigt, außer noch ein paar Chocobos gelootet. Mehr aber auch nicht. Nächste Folge geht's dann nochmal los mit einem Feldeinsatz. Und danach aber dann endlich wieder mit einer Mission. Ich bedanke mich wieder, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Folge.